Oh Mist. Wir könnten vielleicht einen kleinen Abstecher mal wieder machen zum Baum der Kompass. Ist da irgendwas? Können wir da runtergehen? Ja, sieht mal schwer so aus, oder? Ich versteck mich! Wieso? Da ist niemand! Okay, du magst Bücher nicht, deswegen brennst du es jetzt einfach. Oh Gott, wir sollten vielleicht schnell hier raus, bevor wir mitverbrennen. Ach, hier bist du! Was? Flo? Da. Mit wem redest du denn ständig? Ich hoffe, Flo geht's heute wieder besser. Das war ja gestern echt nicht mehr schön. Ich meine, bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Das heißt, ihm wird's wahrscheinlich gut gehen. Und dann, dann treffe ich den wahrscheinlich einfach in der Schule. Oh, ich habe zum Glück noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich wenigstens noch die Möglichkeit, ein bisschen wach zu werden. Das ist immer so früh aufstehen, ist überhaupt nicht schön. Ich rufe einfach mal drüben an. Hallo? Hallo? Hi, ist Flo da? Ah, nee, der kann heute nicht. Wieso denn? Der ist krank. Der ist noch krank? Was hat er denn? Er hat Fieber und so Halluzinationen. Oh, okay. Dann... Er kommt bald wieder, wenn's ihm gut geht. Okay, aber ihm geht's immer noch nicht. Okay, dann gute Besserung an ihn. Tschüss! Okay, dann bin ich wohl allein in der Schule mal wieder. Toll, jetzt bin ich auch noch allein in der Schule, jetzt ist keiner da, dann sitze ich da im Unterricht, warte, bis es irgendwann vorbei ist. Da kommt Freude auf. Hallo? Ist der Lehrer schon da? Hallo? Oh, hi. Ist der Lehrer schon da? Ich komme heute hier aus Paris hin. Da hinten ist der Eiffelturm. Da hinten ist die Freiheitsstatue. Da hinten ist... Oh, guck mal, da hinten ist eine Katze. Oh! Hier ist gerade Katze? Meine Tante. Ja. Was? Ja. Ist es sicher, was du da gebaut hast? Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen instabil aus. Ein paar Stuhlbeine hängen in der Luft. Ja? Ja. Ja. Wo ist denn der Lehrer? Wo bleibt der denn immer? Okay, dann muss ich wohl jetzt ein Lehrer sein. Also Kinder, hört zu. Ihr wollt wissen, wie man eine ordentliche Hose packt? Dann müsst ihr sie erstmal ordentlich frittieren, dann marinieren und dann dementsprechend unter Strom setzen. Und wenn dann eure Mutter fragt, was das sein soll, dann fangt ihr an zu pupsen. Was? Ja? Was für ein Unterricht soll das sein, wenn ich mal fragen darf? Hauswirtschaft. Hauswirtschaft? Ja. Hä? Also, wenn dann hinter zum Beispiel das kleine Männchen sieht, das will mich töten. Das kommt nachts zu mir und will mich schlagen. Okay. Darf ich kurz weg? Als Lehrer musst du ja... Nein! Hinsetzen! Da, das hier ist das Waschbecken. Ja? Da kann man reinpinkeln und draus trinken. Sollte man da nicht eigentlich nur draus trinken und sich die Hände waschen? Nein! Ich bin Hauswirtschaftslehrer und ich bin amtlich zugelassen. So, also... Hallo? Ignorier mich nicht! Hallo? Ich glaube, vielleicht ist er eingeschlafen. Ja, ja, okay. Also, ihr müsst jetzt mal hören. Oh, das Kreide. Geh mal schnell. Bis nachher. Ciao, wir sehen uns. Du kriegst eine 6. Du hast überhaupt gar kein Klassenbuch. Du kannst die Noten nicht eintragen. Ich kann nicht mal schreiben. Ja, das auch. Und ich glaube, 6 kriegst du auch nicht hingeschrieben. Also, du kennst die Zahl gar nicht. Doch, das ist die Zahl, die aussieht wie ein Bleistift. Okay, ja, schreib mir eine 6 auf. Ja. Okay. Wie schreibt man? Oh Gott. Also. Flo ist krank. Das heißt, ich kann ja vielleicht mal bei der Fee nachfragen, ob es da irgendwas gibt, was man machen kann. Weil das war ja schon komisch. Das hat, also es schien ja irgendwie mit der Traumwelt zusammenzuhängen. Von daher, vielleicht kann die ja helfen. Ich hoffe, die ist da. Gestern war die nicht da auch. Hallo? Hallo! Flo hat irgendwie, also, ich weiß nicht, Halluzination oder sowas. So, seitdem wir letztes Mal in der Traumwelt waren, hast du irgendeine Ahnung, was das sein könnte? Ah, da kann ich nachschlagen. Ah, ja.
Er ist immer noch gefangen in der vorigen Welt. Ihr seid nicht wirklich rausgekommen vollständig. Aber mir geht's ja gut. Ich bin ja nicht in der Welt drin. Also, er ist ja auch rausgekommen. Er ist ja auch nicht in der Welt. Ja, das, ist ein Phänomen. Aber, er ist noch teilweise da drin oder war nicht ganz. Okay. In der Traumwelt. Und wie können wir ihn da rausholen? Lass mich nachdenken. Kannst du mir da irgendwie helfen? Okay. Ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der dir da helfen kann. Okay. Ja? Wer ist das? Der, das ist Norbert, der kommt oft mit. Ich öffne mal die Tür. Hier. Okay, danke schön. Ihr müsst in eine Welt, wo Kreaturen ich sind, die euch helfen können. Okay, dann, und die können uns helfen und dann ist Flo wieder geheilt. Richtig, er ist gespalten. Okay, gut, dann, danke schön. Gott, wo ist Norbert jetzt hin? Okay, hier ist ein Boot. Ich glaube, ich schwimme einfach mal rüber zu dem Steg. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was für Leute ich suchen muss. Das heißt, ich gucke jetzt einfach mal. Da hinten sieht es aber aus, als wäre irgendein Dorf da. Vielleicht können die mir weiterhelfen. Ich meine, die Fee war ja auch eher kryptisch in dem, was sie gesagt hat, aber vielleicht können uns die Leute hier helfen. Und dann kriegt Flo vielleicht keine Halluzination mehr. Das wäre ja schon wünschenswert. So, hier ist eine Brücke, einmal lang und dann gucke ich mal, ob hier irgendjemand in diesen Tibis drin wohnt. Aber ich meine, es sieht eigentlich ganz schön aus. So, man kann ja nichts dagegen sagen. Und es sind überall Wege, das heißt, ich muss nicht durch die Wildnis laufen. Hallo, ist hier jemand? Vielleicht in dem Tibi. Hallo? Entschuldigung, darf ich reinkommen? Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht hier... Hallo? Hallo? Du bist wer? Ich bin Ronja und Sie? Ha, hallo. Hallo. Wie heißen Sie? alles klar. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin der Häuptling. Sie sind der Häuptling hier? Ajo. Okay, ich habe ein Problem. Und zwar, ein Freund von mir hat so eine Halluzinationskrankheit, dass er so halb in der Traumwelt drin ist und dann noch Sachen sieht, die eigentlich gar nicht da sind. Können Sie mir da helfen? Ich kann nicht helfen. Sie können nicht helfen? Du gehst zum Schamanen. Hier ist ein Schamane. Ja. Okay, und der kann mir weiterhelfen? Genau, ich bin nur der Führer hier, von dem Haus. Von dem Haus? Von dem ganzen Stamm hier. Du musst zum Schamane. Okay. Okay. Nimm das Boot. Da kommst du am besten am schnellsten. Okay. Gut, dann, Dankeschön. Dann fahr ich mal rüber. Ist der hier am Steg quasi geradeaus weiter? Ajo. Okay, dann, mache ich das mal. Danke. Viel Spaß beim, was auch immer Sie mit Ihrer Axt vorhaben. Okay, hier einmal rüber. Hier sind TNT-Blöcke. Das ist natürlich gar nicht beunruhigend. Und hier sind noch Boote. Okay, das ist gut. Dann fahre ich hier immer rüber. Kann ich hier irgendwo anlegen? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Ich kann das eh nicht. So, also. Schamane. Wo würde ich sein, wenn ich ein Schamane wäre? Wäre ich rechts oder wäre ich links? Ich glaube, ich wäre eher links. Ist hier irgendwo was? Es sieht wirklich ganz hübsch aus. Vielleicht haben die Leute ja Ahnung. Vielleicht so ein Schamane, der wird bestimmt irgendwas zusammenbrauen können, um helfen zu können. Also, dann gehen wir mal hier lang. Da hinten ist ein Haus, oder? Das könnte es hier sein. Versuchen wir es da mal. Hier sind auch Boote, das ist natürlich äußerst praktisch. Dann fahre ich damit mal rüber. Und dann kann ich den gleich mal fragen. Oh, da ist schon jemand. Hallo? Ah, wir haben Sie schon erwartet. Okay. Das Schicksal hat mir schon gesagt, ein Freund braucht Hilfe. Ja, genau, mein Freund braucht Hilfe. Ah, okay, ja, komm rein. Okay, danke. Meine Freunde haben mir gesagt, du wirst. Okay, das sind tote Köpfe. Nicht nur Toten können reden, okay. Auch die Seelen. Okay, die haben gesagt, dass sie Hilfe brauchen. Du brauchst Hilfe. Okay,
Ja, ich brauche Hilfe. Wie gesagt, mein Freund, hat eine Krankheit und der halluziniert und der ist halb in der Traumwelt gefangen. Er ist eine gespaltene Person. Okay, er ist eine gespaltene Person, ja. Er hat sich einfach unbedacht der Frucht bedient. Welcher Frucht? Des Apfels? Apfel. Okay. Und wie kann man das jetzt wieder gut machen? Also können Sie da irgendwas tun, um zu helfen? Du kannst einen Trank brauen, aber der ist gefährlich herzustellen. Okay, was brauchen wir denn dafür? Also mir hat der Häuptling hier eine Basis hat er mir mitgegeben. Ist das, okay. Kann man die benutzen? Das kann man nutzen. Das ist eine gute Basis. Okay. Man braucht noch eine glitzernde Melone. Okay. Die dementsprechend drauf abgestimmt ist auf die Person. Okay, eine glitzernde Melone. Weil er so ein bisschen aussieht wie eine Melone wahrscheinlich, ja? Ja. Und dann brauchst du noch etwas Glühstaub. Okay. Wofür ist der da? Warum brauche ich den? Um dementsprechend etwas zu binden auf die Erde. Okay, okay. Damit er keine gespaltene Person mehr ist, richtig? Ja, das ist das Endresultat, ja. Okay, okay. Und Sie können das dann zusammenmischen und dann klappt das, ja? Okay. Ja. Finde ich die Sachen hier irgendwo draußen im Wald, oder? Vielleicht schaust du erstmal in die Mine. Okay, das nehme ich nochmal mit. Ja. Okay, dann, ich guck. Ich guck, ob ich was finde. Dankeschön. Ja. Okay, die Mine. Ich meine, bis jetzt läuft's ganz gut. Bis jetzt finde ich alles. Ich meine, ich bin selber überrascht von meinem Organisations- und Orientierungstalent. Der Schamane wirkte wenigstens so, als ob er Ahnung hat. Das heißt, hier ist ein Anlegeplatz. Da legen wir mal an. Und dann geht's hoch. Okay, also ich brauche eine Melone und Glühstaub. Vielleicht hat er recht, vielleicht finde ich wirklich was dort. Aber ich meine, hier sieht es jedenfalls erstmal nicht so aus, als ob die Melonen anbauen. Von daher... Oh, ich glaube, da vorne ist die Mine schon. Komme ich da einfach rein oder ist die zu? Ich glaube, da komme ich rein. Toll, dass die immer ihre Köpfe da haben. Das ist gar nicht beunruhigend. Schöner Skelettkopf. Da kommt Freude auf. So. Ich will jetzt nicht, dass mich irgendjemand überrascht oder ich mich erschrecke oder... Okay, hier ist jemand. Hallo? Hallo? Hallo! Norbert! Hallo! Hallo! Na? Ich suche hier gerade nach einem Typen. Der will Stress haben. Der will Stress haben? Ja? Sicher? Ich wollte gegen ihn Brawl Stars spielen, aber er hat jetzt nur gesagt, nee. Was wolltest du gegen ihn spielen? Brawl Stars. Okay. Und er wollte nicht. Wo bist du, du Kleiner? Komm her! Ich hab gar keinen. Also, ich glaube, da hinten ist irgendwo kurz jemand gewesen. Falls das hilft. Der kriegt jetzt einen aus dem Maul. Oh, hier ist er. Los, komm mal her, du! Komm! Irgendwie verschwunden. Warte! Sag mal! Du willst mich ja nicht ärgern, oder? Ich will dich nicht ärgern, auf gar keinen Fall. Wo ist der? Komm her, du Rothaut! Komm! Da ist er! Okay. Du bist mit mir gegen mich! Brauchst das Spiel, ich mach dich fertig! Norbert, lass doch den guten Mann in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Guck mal, wie verschwindet der eigentlich immer? Keine Ahnung, das ist das auch nicht. Ich hab mich unbedingt in die Horde gekackt. Warum? Wie wär's denn, wenn du vielleicht dir eine neue Windel besorgst und dann den Kerl hier erstmal seine Minenarbeit machen lässt? Der ist bestimmt sehr beschäftigt. Komm jetzt her und lass dich... Boxen? Ich glaube, der... Norbert, lass doch den guten Mann in Ruhe. Aber er will kein Prostons gegen mich spielen und ich will ihn fertig machen. Findest du nicht vielleicht jemand anderen im Dorf, der Brawl Stars gegen dich spielen will? Wir klären denn jetzt den Krieg, ne? Okay, I guess. Tut mir leid, der ist manchmal ein bisschen aufdringlich, Danke, dass du diese Bestie weggelockt hast. Oh. Die Bestie terrorisiert schon die Minen seit Jahren. Seit Jahren? Oh Gott. Danke. Mein Volk ist jetzt erlöst. Ich sag das direkt meinen Kindern. Ich glaube, der wollte denen den Krieg erklären, aber
Okay, ja klar, kein Problem. Ich helfe, wo ich kann, ne? Okay, jetzt haben wir die zweite Zutat. Jetzt haben wir eine Melone. Das ist schon mal gut. Damit haben wir schon mal 2 von 3. 2 von 3 ist besser als 1 von 3. Das heißt, ich glaube, in der Mine gab es sonst nicht mehr wirklich was zu finden. Wir gucken einfach mal weiter. Der Weg hat ja hier nach rechts auch noch eine Abgabelung gehabt. Vielleicht folge ich der einfach mal. Wer weiß, ob ich da vielleicht was anderes finde. Es könnte ja sein. Oh, hier ist jemand. Entschuldigung? Hm. Hi, ich bräuchte zufälligerweise so Glühstaub. Haben Sie da was da? Ja, warte mal. So. Haben Sie? Oh, das trifft sich ja gut. Weil ein Freund von mir hat eine Krankheit, dass er Sachen halluziniert und halb in der Traumwelt steckt. Und der Schamane meinte, ich brauche dazu noch Glühstaub und so eine Melone. Die Melone habe ich schon gefunden, aber... Genau, ich habe jetzt das schon... Das ist eigentlich dein Freund komplett bescheuert. Wieso denn? Lass mich raten, er hat, den Baum einfach, eines Apfels entledigt und damit seine Blätter zerstört. Ja, das hat er gemacht. Ja. Da. Kannst du den Tritt in die Magengrube geben, wenn du ihn siehst? Ich hab das auch gemacht. Aber, okay, dann warst du wahrscheinlich, aber du warst, nicht diejenige, die das wirklich... Nee, er hat ich glaube, nee, ich habe nur 1, 2 Blätter abgeräumt, ja, ich wollte den Baum nicht kaputt machen. Ja, okay, weißt du was, er ist ein Vollidiot. Okay. Wie kann man nur so dämlich sein, weißt du? Ich wusste nicht, dass das ein Problem ist. Es gibt den Überträger davon. Es gibt ja sonst nicht die Leute, die diese bestimmten Orte beschützen oder dementsprechend das hingeben. Sie müssen es einer Person geben, diesen Apfel. Okay. Das siehst du, und das Ding ist, die können auch nur den Apfel nehmen, weil sonst wird sowas passieren. Sonst nimmt man vielleicht mal 1, 2 verfaulte Äpfel oder noch nicht reife. Oh, okay. Deswegen, also sie meinen einfach, der Apfel war nicht gut? Nein, total nicht. Der war noch nicht reif oder was weiß ich. Oh. Okay, dann ja. Ist es immerhin gut, dass ich es jetzt weiß für die Zukunft, aber... Also, wie gesagt, ein Tritt in die Magengrube wird bei nichts mehr reichen und dann brechen sie vielleicht noch die Nase, dann wird das halt schon passen. Hier, das. alles klar, danke schön. Abracadabra, ich bin jetzt weg, ja. Oh, ich meine, er ist ein guter Zauberer, da kann man nichts sagen. Alles klar, ich habe alles, was ich brauche. Auf geht's zum Schamane. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wirklich. Aber das kann schon sein, dass der Apfel einfach nicht gut war. Ich meine, was der Zauberer gesagt hat, macht ja schon irgendwo Sinn. Deswegen, ja. Okay. Bin wieder da. Hallo? Ah, hallo. Hallo, ich habe Ihre Zutaten. Hier einmal der Staub, einmal die Melone und die Vasis. Ah, okay. Okay. Ich werde das schnell zusammenmixen. Okay. Und Sie meinen, das klappt dann? Ja, und dazu noch etwas zu der extra Position. Dann noch das reinmachen und zack. Mixen. Okay. Und zack. Da. Okay. Da. da steht, also, ist sicher, dass das die richtige Potion ist? Ja. Und die wird ihn heilen? Ja. Und muss er die trinken oder gieße ich die auf ihn oder? Ja. Okay, also nicht, dass das jetzt nicht funktioniert. Das wird definitiv funktionieren. Okay, gut, dann bedanke ich mich für Ihre Hilfe. Ja. Okay, dann. Ja. Aha. Wiedersehen. Aha. Ja. Die hat's echt genommen. Das waren eigentlich unnötige Zutaten. Oh, der Idiot, der hat's verdient. Okay, dann hoffen wir mal, dass das Ganze funktioniert. Flo, bist du zu Hause? Ich hoffe, der ist hier irgendwo. Flo? Warte, warte. Ich stehe auf. Das ist nur Norbert. Norbert, was machst du hier? Hallo? Geht's dir besser? Okay, Flo, ich war in der Traumwelt und da war ein Schaman und er hat gesagt, wenn ich das benutze, dann geht's dir wieder gut. Nicht wundern, es könnte vielleicht ein bisschen riechen. Ich hab das. Hallo? Geht's wieder? Riecht wie bei mir zu Hause! Das war, Pferde. Pisse. Wieso riecht's bei dir zu Hause nach Pferdepisse? Okay, ciao. Flo? Oh Gott, das war nicht gut. Oh Gott. Florian? Flo? Hallo? Geht's wieder? Ey, hab ich die Mathearbeit verpennt? Welche Mathearbeit? Schreiben wir eine Mathearbeit? Ich glaub... Aber mir geht's besser, mir Bauch ist nicht mehr so komisch. Okay, siehst du noch irgendwelche Leute?
Ja, dich. Ja, aber sonst. Also, du hast vorhin mit irgendjemandem geredet. Hä, wirklich? Schon die ganze Zeit hast du... Hab ich wohl alleine mit meiner Mutter. Okay, okay, perfekt. Das ist... Okay, weißt du was? Ja, perfekt. Alles klar. Das heißt, dir geht's wieder gut. Dann sehen wir uns morgen im Unterricht, okay? Okay. Ciao. So, das war's mit der 8. Folge Minecraft-Traum. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und schreibt einen Kommentar, was eure Theorien sind, was der Hausmeister noch so im Schilde führen könnte und genau, was es mit Flo's Krankheit auf sich hat. Ist die jetzt geheilt oder müssen wir da nochmal was unternehmen? Sagt mir Bescheid, was ihr denkt und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.